Ja, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, nur Jesus soll unser Leben gehören. Auch gestern wurde deutlich, dass das die einzige Konsequenz ist, die uns auch Heil zu ihm bringen wird durch diese Verführungen der Zeit hindurch. Nun, heute möchte ich mehr über unser Verhalten sprechen angesichts der Zeichen der Zeit. Darf ich fragen, ob Sie mich verstehen können? Akustisch. Ja. Bevor wir beginnen, möchte ich aber nochmals mit uns beten. Lieber Herr Jesus, habe Dank, dass du uns erkauft hast mit deinem teuren Blut. Lass unser Leben ganz dir geweiht sein, auch am heutigen Morgen. Schenke uns offene Herzen für dein Wort. Und schenke uns, dass wir auch das in unser Leben umsetzen können, was wir hören. Schenke uns die Kraft und deinen guten Heiligen Geist, der uns die Kraft dazu gibt, täglich neu, Herr. Und wir danken dir jetzt, dass du beim Reden und Hören gegenwärtig sein willst. Amen. Ich lese aus dem Wort Gottes im Epheserbrief von Vers 17 bis 32. Epheser 4, 17 bis 32. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln dürft, wie die Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind fremd geworden dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, durch die Verstockung ihres Herzens. In ihrem Gewissen sind sie stumpf geworden und ergeben sich der Unzucht und treiben jegliche Unreinigkeit voll Habgier. Ihr aber habt Christus nicht so gelernt, wenn anders ihr von ihm gehört habt und in ihm gelehrt seid, wie es in Jesus Wahrheit ist. Leget von euch ab den alten Menschen mit seinem vorigen Wandel, der durch trügerische Lüste sich verderbt. Erneuert euch aber im Geist eures Gemüts und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum leget die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeglicher mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnet ihr, so sündiget nicht, lasset die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebet nicht Raum dem Lästerer. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit seinen Händen etwas Gutes, auf das er habe zu geben dem Bedürftigen. Lasset kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern was gut ist und das Nötige fördert, das redet, auf das es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid, auf den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei ferne von euch, samt aller Bosheit. Seid aber miteinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen, gleich wie Gott euch vergeben hat in Christus. Liebe Geschwister, wir sollen nicht mehr wandeln wie die Heiden, wie diese Welt, sondern die Schrift sagt uns hier, wie der neue Wandel in Jesus Christus aussehen sollte. Nun, wenn wir heute in die Zeitungen schauen, dann lesen wir zum Beispiel folgende Überschriften. Bestechungsskandal. Minister entlassen wegen Steuerhinterziehung. Oberkirchenrat als Stasi-Mitarbeiter enttarnt. Das Vertrauen in Politiker schwindet. Die Kirchenaustritte nehmen zu. Wohin geht unsere Republik? Einige Schlagzeilen der letzten Monate. Wir sehen, dass es in unserer Gesellschaft kriselt, dass die Autoritäten zerbrechen, dass die alten Werte nicht mehr beachtet werden. Eben auch die christlichen Werte sind bei vielen Vergangenheit geworden. Und die Folge ist, dass Lüge und Korruption, Bestechlichkeit sich ausbreiten, dass die Ellbogengesellschaft zunimmt und dass die zu kurz gekommenen man auf die Straße oder in die Arbeitsämter schickt. Parallel dazu wächst die moralische Verwilderung.
Immer mehr Kino-, Fernseh- und Radiosendungen treten Gottes Gebote mit Füßen. Gewalt, Terror, Unzucht nehmen überhand. Und längst sind Themen wie außereheliche, homosexuelle und lesbische Beziehungen auch in den Kirchen kein Tabu mehr, wie Sie alle wissen. Und die Folgen davon sind Gewalt auf der Straße, Ehebruch und Abtreibung in unserer Gesellschaft. Angesichts solcher Erscheinungen ist ein alternativer Lebensstil gefragt. Und dieses Wort alternativ ist ja ein Schlagwort geworden in unserer Gesellschaft. Viele verstehen eben darunter einen Lebensstil, der sich abgrenzt vom bürgerlichen Verhalten, etwa in der grünen Bewegung. Aber die Bibel hat hier eine ganz andere Dimension, wenn sie von alternativ redet. Wer von Ihnen weiß denn, wo dieses Wort alternativ in der Bibel vorkommt? Nun, in Johannes 3 kommt es vor, und zwar da, als der Schriftgelehrte Nikodemus zu unserem Herrn kommt und ihn fragt, ich schlage es einmal auf, Johannes 3, es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster unter den Juden, der kam zu Jesus bei der Nacht und sprach zu ihm, Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Auf Lateinisch alter natus, ihr müsst anders, neu oder wiedergeboren werden. Das heißt alternativ im biblischen Sinne, neu oder anders geboren. Auch das Wort Natur kommt von dem Wort Geburt oder neu, anders geboren. Also eine neue Natur muss der Mensch bekommen und das geschieht durch Wasser und Geist, durch den Geist Gottes, der in unser Herz einzieht, wenn wir an Jesus als den gekreuzigten und auferstandenen Heiland und Erlöser für unser Leben glauben, der uns erlöst hat durch sein Blut. Und dann werden wir neu geboren, anders geboren. Nicht, dass wir wieder in den Leib der Mutter gehen müssten, um geboren zu werden, wie es die Wiederverkörperungslehre im Hinduismus behauptet, sondern so, dass wir in diesem Leben durch Gottes Geist erfüllt werden und die neue Geburt in unserem Herzen erleben. Und wer diese Neugeburt erfahren hat, ist zwar noch nicht vollkommen geworden, aber wir müssen nicht mehr Sklaven der Sünde sein. Wir können durch Gottes Kraft, durch Gottes Geist wirklich ein neues Leben beginnen und durch diese Kraft die Früchte des Geistes hervorbringen, die in Galater 5 genannt sind, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit, Selbstbeherrschung, all diese Früchte des Geistes. Aus eigener Kraft wird es eine verkrampfte Leistung, durch Gottes Kraft wird es eine gehorsame Erfüllung in der Liebe zum Herrn. Und einige dieser Früchte sind nun auch ausführlicher hier genannt in Epheser 4, in dem Wort Gottes, das wir gehört und gelesen haben. Ich möchte jetzt auf einige Früchte, die sowohl für den Umgang in der Gemeinde, in der Familie und auch in der Politik Bedeutung haben, eingehen, die hier im Epheserbrief genannt sind. Da heißt es ja, zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und das erste nun, was hier genannt ist, in Epheser 4, Vers 25, als die Frucht des neuen Menschen lautete, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeglicher mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Die Begründung hier zunächst auch einmal auf die Gemeinde bezogen, weil wir untereinander Glieder sind am Leibe Christi. Da kann es nicht sein, dass das eine Glied am Leibe Christi das andere anlügt oder betrügt, sondern Wahrhaftigkeit sollte in allen Beziehungen untereinander in der Gemeinde das A und das O sein. Die Liebe zur Wahrheit ist hier genannt. Und die Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit ist eine Grundvoraussetzung für das Zusammenleben in der Familie, in der Gemeinde und im Staat. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, selbst dann, wenn er die Wahrheit spricht. Vielleicht habt ihr das auch schon
erfahren. Wenn man einmal jemanden angelogen hat, dann ist es schwer, das Vertrauen zurückzugewinnen. Dann meint der oder diejenige, ja, wer mich da schon mal angelogen hat, dem kann ich nichts mehr abnehmen. Der wird mich das nächste Mal auch beschummeln oder anlügen. Und deshalb, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Selbst dann, wenn er einmal die Wahrheit spricht. Es ist also erschütternd, wie das Vertrauen zerstört werden kann. Und es dauert oft lange, bis man zu einem Menschen wieder Vertrauen fassen kann, der einem offenbar schon einmal etwas Unwahres gesagt hat. Und deshalb gibt es auch den Spruch, Lügen haben kurze Beine. Nicht, weil sie so klein wären, sondern weil man nicht weit kommt mit ihnen. Wer die Erfahrung schon einmal gemacht hat, und es gibt sicherlich keinen von uns, der nicht selber auch schon schuldig geworden wäre auf dem Gebiet, da merkt man, dass es früher oder später doch ans Licht kommt, wenn man einmal eine Lüge gebraucht hat. Sie haben kurze Beine, man kommt nicht weit damit. Und man kommt zu Fall vor den Menschen und auch vor Gott, wenn die Dinge ans Licht kommen. Vor dem Herrn ist ja nichts verborgen. Unser Herz, unser Mund liegt wie ein offenes Buch vor ihm. Und wir sollten da einfach darum wissen. Und auch ein besonderes Problem taucht natürlich auf in der Frage der Notlüge. Das ist nun wirklich ein schwieriges Gebiet. Auch hier gilt grundsätzlich, dass sich Lügen nie und nimmer lohnen. Allerdings gibt es einen äußersten Grenzfall dann, wenn durch das Sagen der Wahrheit ein größerer Schaden entstehen würde als durch eine Notlüge. Zum Beispiel in folgender Situation. Und es soll aber kein Freibrief sein für Lüge. Ich möchte es ausdrücklich nochmal sagen. Es gab im Dritten Reich eben die Situation, dass die Juden zum Beispiel jetzt verfolgt wurden. Und wenn dann die SS-Leute in die Häuser kamen und nun fragten, haben sie einen Juden versteckt? Nun, was sollte man da sagen, nicht? Wenn man einen versteckt hatte. Man hätte diesen Menschen ja dem Tode ausgeliefert. Ich denke, dass solche Situationen äußerste Grenzfälle sind, die wir aber nicht als Rechtfertigung für Unwahrhaftigkeit nehmen müssten. Aber hier muss man wirklich fragen, ob der Schaden in diesem Falle eben nicht größer wäre, wenn ich einen Menschen ans Messer liefere, indem ich ihn dann sage, ja, ich habe einen versteckt, da könnt ihr ihn abschießen. Also das wäre dann das Äußerste der Grenze erreicht. Aber grundsätzlich gilt eben, dass Vertrauen zerstört wird zwischen Menschen und wir in der Wahrhaftigkeit stehen müssten. Und die Wahrheit kann hart sein, aber eben notwendig. Und möchte ich ein Beispiel bringen aus meiner Familie. Manche wissen ja, dass mein Vater im Juli dieses Jahres heimgegangen ist an einer schlimmen Gesichtskrebserkrankung. Und er wurde 5-mal operiert, noch seit Dezember bis Mitte dieses Jahres. Und es ist jedes Mal schlimmer geworden. Der Krebs hat immer weitergemacht. Und er hat immer noch die Hoffnung gehabt, man kann es rausschneiden und rausschneiden und nochmal rausschneiden. Und bis dann die Ärzte ihm sagten, 2 Monate vor seinem Tod, es gibt jetzt keine Hoffnung mehr. Und es ist also sehr hart gewesen, diese Wahrheit, aber sie war doch notwendig. Er hat da wirklich dann sich mit dem Tod auseinandersetzen müssen und können, hat sich innerlich darauf einstellen können. Er hat zwar manche Täler durchschreiten müssen, seelisch, aber ist doch, so wie ich doch sehen darf, im Frieden mit dem Herrn heimgegangen. Und hätte er nicht diese Vorbereitung gehabt, dann wäre womöglich diese Chance verpasst worden. So kann also die Wahrheit doch sehr notwendig sein, auch in diesen Situationen, dass als ein Arzt einen dann auch in aller Verantwortlichkeit die Wahrheit sagt, auch über Krankheiten. Legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Das gilt für den zwischenmenschlichen Umgang auf allen Gebieten. Auch in der Politik möchte ich ausdrücklich sagen. Es sähe vielleicht anders aus in unserer politischen Landschaft, wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber offener miteinander umgehen würden, Industriebesitzer und Umweltschützer offener miteinander umgehen würden und auch Politiker unterschiedlicher Parteien. Vieles wird hinter vorgehaltener Hand geredet, vieles wird hinten herum gemacht und die Gegenseite wird dann plötzlich vor vollendete Tatsachen gestellt. Und das ist auch sehr verhängnisvoll und erleichtert keineswegs den Umgang in der politischen Landschaft. Auch hier der Appell an uns und an die Verantwortlichen in allen Gebieten,
wahrhaftiger miteinander umzugehen und nicht die Diskussion um jeden Preis zu suchen, sondern eben die Diskussion in der Wahrhaftigkeit und Wahrheit. Denn wenn hinten herum vieles gemacht wird, dann bringt das Verbitterung mit sich und eben auch Zorn. Dann sind die anderen sehr zornig und der Streit wird immer noch schlimmer. Und das ist jetzt auch der nächste Punkt, der hier in unserem Wort steht, in Vers 26. Zürnet ihr, dann sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Wenn Sie genau hingehört haben, haben Sie gesehen, dass da nicht steht, zürnet nicht, sondern es steht da, wenn ihr zürnt, dann sündigt nicht. Es steht nicht da, dass wir nicht zürnen sollen. Zorn ist sicherlich problematisch, aber es gibt auch einen heiligen Zorn. Deshalb ist Zorn grundsätzlich nicht verboten. Ich möchte das auch versuchen darzustellen. Zorn ist manchmal unvermeidlich. Zum Beispiel kann Gott selber zürnen. Wir haben viele Beispiele in der Bibel, wo Gott zornig wird, eben gerade da, wo das erste Gebot übertreten wird. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und ich habe auch gestern schon ausgeführt, dass unser Herr sicherlich zu Recht zornig ist, wo eben Religionsvermischung und solche Bestrebungen gemacht werden, um scheinbar den Frieden zu erreichen, eben nur scheinbar. Das kann niemals Gottes Wohlwollen finden. Und da, wo also andere Gottheiten, Dalai Lama und wie sie auch immer heißen, neben Jesus Christus gestellt werden, wird nie Friede die Folge sein können. Wenn wir das erste Gebot ernst nehmen, müssen wir sehen, dass dann das Gericht Gottes daraus folgt, wo Menschen dieses und auch die anderen Gebote willentlich übertreten. Zorn ist also manchmal unvermeidlich. Gott ist ein eifernder Gott, der um seine Wahrheit eifert. Jesus hat auch gezürnt, etwa als er gesehen hat, wie die Geschäftemacher den Jerusalemer Tempel für ihre Zwecke missbrauchten. Da hat er ja die Händler aus dem Tempel vertrieben. Es gibt also einen heiligen Zorn und dieser Zorn kann sicherlich auch gläubige Christen erfassen, wenn wir heute sehen, wie Gottes Gebote mit Füßen getreten werden, bis in kirchliche Gremien hinein und wie der Name Gottes in vielfacher Weise verspottet wird. Auch jetzt wieder in Basel ist ja demnächst auch wieder von Christen für die Wahrheit eine Aktion angesetzt wegen einer gotteslästerlichen Veranstaltung. Also hier gibt es einen heiligen Zorn, allerdings kann dieser Zorn eben dann unheilig werden und falsch werden, wenn dem Teufel Raum gegeben wird. Da steht nämlich, zürnt ihr, dann sündigt nicht und gebet eben nicht Raum dem Lästerer, Vers 27. Der Lästerer, das ist der Diabolos, der Teufel, der dann Raum gewinnt, wenn der Zorn zum Hass wird, wenn der Zorn zerstörerisch wird, wenn es ein Zorn um des Zürnens Willens ist und nicht mehr um des Herrn Willen, wenn der Zorn nur durch die menschliche Ehre sucht und die scheinbare menschliche Gerechtigkeit aber nicht mehr ein Eifer ist für das Werk des Herrn und wenn keine Möglichkeit zur Versöhnung bleibt. Das sind einige Kennzeichen für falschen Zorn. Zerstörerisch, hasserfüllt, keine Möglichkeit zur Versöhnung und den anderen am liebsten in den Boden stampfen würde, anstatt ihm in allem heiligen Zürnen doch die Hand zu reichen zur Umkehr. Ich denke, das sollte auch für unsere Aktionen wichtig sein, dass wir den anderen als Menschen tolerieren, aber eben nicht in seiner falschen Ansicht, also dass wir unterscheiden zwischen Sachtoleranz und Personentoleranz. Ich würde sagen, Personentoleranz ja, Sachtoleranz nein. Zu Deutsch, den anderen Menschen auch als Andersdenkenden und Andersglaubenden respektieren, lieben und ehren, aber den falschen Glauben, die falsche Lehre ganz klar darstellen als das, was sie ist, als Irrlehre und hier den Menschen zum Herrn, zum Heiland rufen, dass er umkehren möge. Also Sachtoleranz nein, Personentoleranz ja. Ich finde diese Unterscheidung auch immer wichtig, gerade wenn uns Intoleranz vorgeworfen wird, dann können wir klar sagen, wir sind tolerant gegenüber dem Menschen, aber um der Wahrheit willen müssen wir klare Worte sagen, gerade aus Liebe zu den Verlorenen. Sonst würden wir sie in ihrer Verlorenheit lassen und dem Gericht preisgeben. Also der heilige Zorn und der unheilige Zorn, das ist klar auseinanderzuhalten. Und
zürnt ihr, dann sündigt nicht. Das kann heißen, dass der Zorn nie so heiß werden soll, dass er den anderen verbrennt, bis hin zu Scheiterhaufen, die es ja früher gab. Aber er soll auch nie so kalt werden, dass er eine bittere Wurzel aufwachsen lässt, die dann so allmählich herankeimt im Herzen und die Unversöhnlichkeit so groß wird, dass es keine Möglichkeit zur Handreichung mehr gibt. Und deshalb, der Zorn soll also nicht kalt werden, über Nacht zum Beispiel. Viele haben vielleicht schon erlebt, wenn man mal einen Streit hat, zum Beispiel in der Familie oder mit Nachbarn oder sonst wo, wenn man das in die Nacht mit hineinnimmt, am nächsten Morgen ist dann die bittere Wurzel da, dann kann man nicht mehr froh aufstehen und es bohrt weiter, wenn man nicht es schafft, wirklich durch des Herrn Hilfe Versöhnung zu erreichen. Deshalb ist es einfach wichtig, wenn irgend möglich noch am gleichen Tage, wo irgendwie Streit liegt, sich auszusöhnen, um diesen Zorn nicht in die Nacht hineinzunehmen, weil da dann im Unterbewusstsein eben sich auch manches hineinfrisst. Und deshalb hier auch der Aufruf: Zürnt ihr, dann sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Manfred Siebald hat einmal ein Lied geschrieben, da heißt es auch so ähnlich, weiß jemand, wie es anfängt: Lass die Sonne nicht untergehen, ehe du verzeihst, nimm es nicht mit in die Nacht, so ähnlich, denn dann freut sich nur einer, eben der Teufel, wenn man das nicht schafft, diese Dinge vorher abzugeben. Ein Glas Wasser ist heute nicht da. Ja, also ich werde es schaffen. Nun, der nächste Punkt, Aufruf an uns, der steht in Vers 28. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit seinen Händen etwas Gutes, auf das er habe zu geben dem Bedürftigen. Nun, ich denke, gestohlen werden vielleicht nicht viele haben, aber es kann auch ein Stehlen dann darin bestehen, wenn wir nur an uns selber denken und dem anderen das entziehen, was ihm zusteht, dass wir also ihm auch das geben von unserem Reichtum, falls wir den haben, oder Überfluss, dass wir dem anderen das abgeben, was wir ihm auch schuldig sind, durch die Nächstenliebe. Die Fürsorge für den Nächsten sollte hier immer der Beweggrund sein, dass wir nicht nur an uns selber denken, sondern auch an unseren Mitmenschen. Und da haben eben alle anderen Beweggründe und Ziele zurückzutreten. Wozu soll der Christ arbeiten? Sicherlich, um sich selbst, um seine Familie zu versorgen, aber eben auch, um abzugeben, etwa an die Gemeinde, für gemeinsame Anliegen und mit denen zu teilen, die wirklich in Not sind. Es wird nun manchmal behauptet von manchen Richtungen, dass die Bibel den Reichen automatisch verdammen würde und dem Armen automatisch die Seligkeit zusprechen würde. Also dem, der materiell reich ist, der ist verdammt, und der wenig Geld hat, ist automatisch gerettet. Finden Sie das richtig? Jetzt bin ich auch gleich reich, wenn ich das Wasser bekomme. Danke. Ja, also ist es schon besser. Danke. Es ist ungefähr der 20. Vortrag jetzt, Oktober, November, deshalb ist doch die Stimme etwas schon ramponiert, aber es ist jetzt vorläufig der letzte vor Weihnachten. Also Reichtum und Armut, diese Frage stellt sich uns. Nun, ich möchte es folgendermaßen darstellen. Es gibt auch in der Bibel reiche und arme Menschen. Zum Beispiel Abraham und Hiob waren reiche Menschen. Hiob hatte zwar alles verloren, wurde am Schluss aber von Gott reich gesegnet mit Gütern. Deshalb können wir an sich nicht sagen, dass Reichtum unter gewissen Bedingungen allerdings grundsätzlich falsch wäre. Wir können auch nicht sagen, dass Armut prinzipiell in den Himmel bringt. Allerdings ist es so, dass die Bibel den Reichen dann verurteilt, wenn er den Reichtum ausschließlich für sich selber anhäuft und den Bedürftigen dabei vergisst. Also ausschließlich für sich selber und den Bedürftigen vergisst. Entschuldigung. Und vor allem, wenn er eben Gott dabei vergisst. Das ist etwa der Fall bei dem reichen Mann und armen Lazarus in diesem Gleichnis.
dass dieser reiche Mann zu seinen Lebzeiten immer viel gehabt hat, aber Gott dabei vergessen hat. Und dem Armen hat er höchstens mal ein paar Brosamen immerhin, aber eben nur so als Pflichterfüllung hingeworfen, ohne wirkliche Herzensengagement. Und er hat Gott und den armen Lazarus im Grunde vergessen. Ihm ist es zu Lebzeiten gut gegangen und er hat nicht gedacht an denjenigen, der vor seiner Türe liegt wirklich. Und das war ja im Grunde auch Christus, der dann oft auch in Armen auf uns zukommen möchte. Wer einen dieser Geringsten versorgt, der hat mir auch Gutes getan. Das bezieht sich sicherlich auf den armen Bruder in erster Linie. Und das sollten wir also offene Augen haben. Wer den Geringen bedrückt, heißt es mal in den Psalmen, der bedrückt den, der ihn geschaffen hat. Und der Reiche wird aber nicht automatisch selig, sondern es heißt in Matthäus 5, dass der geistlich Arme gerettet wird. Und das ist derjenige Mensch, der sich seiner geistlichen Armut, das heißt Angewiesenheit auf Gott, bewusst ist, dass wir den Herrn brauchen. Das heißt geistlich arm. Auch nicht zu verwechseln mit geistig arm, sondern geistlich ist eben die Abhängigkeitserkenntnis vom Herrn. Viele haben vielleicht schon die Erfahrung gemacht, und auch wir selber, wenn wir anderen etwas abgeben, dann bekommen wir es vielfältig zurück, auf jeden Fall in geistlichen Gütern, in Segnungen Gottes, manchmal auch materiell. Zum Beispiel, ich möchte es zur Ehre des Herrn jetzt das sagen, haben wir vor einiger Zeit, als ich arbeitslos war, jemandem einen Betrag gespendet und kurz darauf bekamen wir von einer unbekannten Frau einen mehrfachen Betrag zurück. So hat uns also der Herr nicht im Stich gelassen, sondern auch dieses Teilen mit dem anderen gesegnet. Vielleicht haben viele von Ihnen das auch schon so erlebt. Ich habe es auch schon von vielen Geschwistern gehört, dass es hier oft wunderbare Führungen gibt, auch in diesem Bereich. Dass wir hier miteinander teilen, da abgeben, wo Not ist und uns gegenseitig helfen. Das gilt auch schon für die Kinder, die das auch schon lernen dürfen, miteinander zu teilen und alles Spielsachen nicht nur für uns zu behalten, sondern auch anderen mal damit spielen zu lassen. Das freut dann auch einen selber, wenn dem anderen das auch gefällt. Und man kann zusammen dann manches machen. Dann gibt es noch eine weitere Regel. Lasset kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern was gut ist und das Nötige fördert, das redet, damit es Segen bringe denen, die es hören. Nun, faules Geschwätz. Vielleicht ist es Ihnen auch schon so gegangen. Sie waren in einer Gesellschaft, es ging lustig zu, vielleicht stand sogar Wein auf dem Tisch. Und sie ließen sich animieren, ein Glas zu trinken, vielleicht auch mehrere Gläser. Die Unterhaltung wurde dabei flacher und flacher. Es wurden seichte Witze gemacht, es wurde hergezogen über manche, die abwesend waren. Und nachher, wenn man dann wieder zu sich gekommen ist, hatte man plötzlich ein ganz schlechtes Gewissen, weil man eben sich hat hinreißen lassen zu faulem Geschwätz, zu zerstörerischer Rede, zu Benebelung und ist dann nachher sehr traurig darüber. Deshalb ist es so ungeheuer wichtig, die Zunge kontrollieren zu lassen vom Herrn, sage ich mal. Wir selber schaffen es aus eigener Kraft so gut wie nicht, aber wir können auch hier Gott um Kraft und Bewahrung bitten. Durch falsche Worte, durch falsche Zungenschläge sind schon Kriege entstanden in der Weltgeschichte, durch zerstörerische Rede. Und wie oft fallen wir hier auch in Schuld? Und wenn das passiert ist, dann gibt es nur einen Weg, die Sache klarzustellen, um Verzeihung zu bitten und das Falsche auszuräumen, dass wir hier eben die Zunge wiederum einsetzen, um die Dinge in Ordnung zu bringen. In Jakobus 3 heißt es, die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Dieses kleine Glied, die Zunge. Und das ist also sehr erschütternd, wenn wir das so hören und erfahren. Und auch gerade die Prediger und Lehrer in der Gemeinde haben hier eine besondere Verantwortung,
dass sie sich da wirklich immer wieder unter die Leitung des Geistes Gottes stellen und sehr darauf Acht geben, was sie sagen. Es kann aber auch anders sein. Wir können mit der Zunge eben nicht nur Falsches reden, sondern auch Gott loben, redet, was gut ist und das Nötige fördert, damit es Segen bringe denen, die es hören. Wir können mit unserer Zunge wunderschöne Lieder singen zur Ehre des Herrn. Wir können mit der Zunge Gott loben und preisen. Wir können mit der Zunge Menschen einladen zur Nachfolge Jesu. Wir können mit der Zunge Menschen Gutes weitersagen. Und das tun, was anderen hilft und Segen bringt. Nun, auf politischem Gebiet wäre das auch zu wünschen, dass hier die Zucht der Zunge doch mehr gewahrt würde bei manchen Bundestagsdebatten, wo es dann sehr oft unter die Gürtellinie zielt und eben nicht mehr die Sachargumente im Vordergrund stehen. Vielleicht weiß mancher von Ihnen, dass ich schon vor Jahren einmal ein Buch veröffentlicht habe über eine bestimmte politische Richtung, die ich für sehr glaubenszerstörend halte. Ich sage jetzt nicht welche. Und da war ich dann in Bonn und habe Vertreter verschiedener Parteien besucht, habe ihnen mein Buch zukommen lassen, dann durch den Verlag. Und da war ich auch in der Zentrale einer großen Partei, die in Konfrontation, in Opposition steht zu dieser kleineren Ziele hat, die den Menschen der Gesetzlosigkeit entsprechen. Und habe gesagt, jetzt ist ja dann bald Bundestagswahl, da werden ja sicherlich Argumente gebraucht, Sachargumente, da habe ich auch einige, die Sie vielleicht verwenden können aus christlicher Sicht. Und dann antwortete mir dieser Vertreter einer großen, eher konservativen Partei mit diesen enttäuschenden Sätzen: Machen Sie sich bloß keine Illusionen im Blick auf eine sachliche Auseinandersetzung. Der nächste Wahlkampf wird sowieso eine Schlammschlacht. Das heißt, es wird unter die Gürtellinie geschossen, es werden eher Schlagworte und Personen gegeneinander ausgespielt. Und das ist schade, solange in der Politik diese Streitkultur oder Unkultur herrscht, wo also aufeinander eingeschlagen wird, muss man sich nicht wundern, dass viele Bürger in einer Politikverdrossenheit stehen, auch heute, und dass viele sich abwenden, dass es schon Parteien gibt, die sich Stadtpartei oder Ähnliches nennen, die überhaupt nicht mehr sich einer bestehenden Partei anschließen wollen, aber jetzt doch, wie man hört, Koalitionen bilden mit bestimmten Richtungen in Hamburg. Aber auf jeden Fall, diese Wahl- und Politikverdrossenheit ist sicherlich sehr verbreitet. Es gibt auch neue Versuche christlicher Kleinparteien. Wir müssen sehen und beten, wie weit diese Erfolg haben werden. Und manches Neue bricht also hier auf, wo wir also wachsam verfolgen dürfen. Nun, soweit vielleicht einige Beispiele für den neuen Wandel in Christus. Und das dürfen wir bei all dem nicht vergessen, dass es nicht unsere eigenen Werke sind, zu denen wir hier aufgerufen werden aus eigener Kraft, sondern der neue Wandel durch den Geist Gottes, der in uns wohnt, der uns zu diesen Früchten des Geistes befähigt und auch zum Wandel in seiner Vollmacht. Und das ist eben auch die Grundlage des alternativen Lebensstils. Nicht die eigenen selbstgemachten Aktivismen bei allen Aktionen, die notwendig sind, sondern die Abhängigkeit vom Herrn, der für uns in den Tod gegangen ist, am Kreuz auf Golgatha und auferstanden ist. Und das wird zusammenfassend deutlich in Vers 32, Epheser 4. Seid aber miteinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen, gleich wie Gott euch vergeben hat in Christus. Das ist die Grundlage, die Vergebung, die Gott in Christus für uns erwirkt hat, indem er uns versöhnt hat mit sich selber durch seinen Sohn, der für uns gestorben ist, für unsere Schuld. Da, wo wir hängen müssten am Kreuz, da ist Jesus hingegangen für uns, stellvertretend. Das ist das Geheimnis. Und da wurde durch sein Blut alles abgetragen, durch sein Blutopfer, was an unserem Leben falsch ist. Und wir dürfen seine Reinheit für uns in Anspruch nehmen, dass wir reingewaschen sind durch sein Opfer.
neue Menschen also durch das Opfer Jesu Christi. Ich möchte jeden einladen, der das noch nicht getan hat, zu diesem Heiland zu kommen, sich erneuern zu lassen, dass er es doch auch heute tun kann und damit nicht wartet. Wir sind als Christen keine vollkommenen Menschen, aber vollkommen erlöste Menschen. Solange wir im Glauben, in der Abhängigkeit vom Herrn sind, dürfen wir diese vollkommene Erlösung in Anspruch nehmen und daraus leben, dürfen wir Heilsgewissheit haben. Und es möge uns der Herr schenken bis an unser Lebensende. Nicht der Anfang, sondern das Ende des Christenlebens wird entscheidend sein, dass wir die Treue halten bis ans Ende. Ich möchte ganz zum Schluss noch drei Punkte nennen über den alternativen Lebensstil in Politik und Gesellschaft. Jetzt nicht auf die Gemeinde, sondern auf die Politik bezogen. Und auch hier in diesem größeren, überpersönlichen und übergemeindlichen Rahmen kann und sollte sich manches verändern. Wie können wir hier christliche Werte stärker in die Politik bringen? Drei Gedanken hierzu. Erstens sollten sich möglichst viele Politiker, Wirtschaftsleute und andere Führungskräfte zu Jesus Christus bekehren. Das wäre ein Segen für unser Volk. Und hier haben wir zunächst einmal einen Missionsauftrag, auch an diesen einflussreichen Leuten in unserer Gesellschaft, dass wir sie gewinnen für den Heiland, dass wir sie einladen zum Leben mit dem Herrn. Und das geschieht natürlich in erster Linie durch freundliche Briefe und missionarische Möglichkeiten und nicht in erster Linie durch Angriffe, wobei die manchmal eben auch notwendig sind, das ist ganz klar. Aber hier sollten wir sehen, wie wir im Einzelnen nun einzelne Menschen auch erreichen können. Grundlegend natürlich das Gebet für die Politiker in jedem Wahlkreis. Ich weiß nicht, wer hier als Bundes- und Landtagsabgeordnete ist, aber wenn Sie da anfangen und für diese Menschen beten und auf sie zugehen, man sollte sich da nicht zurückziehen als Christ, sondern gerade diese Menschen einladen. Natürlich auch alle anderen, aber diese haben eben auch im Staat nun einen gewissen Einfluss. Dann sollten zweitens überzeugte Christen, und zwar solche, die einen Auftrag vom Herrn darin sehen und erkannt haben, selber den Weg in die Politik nicht scheuen oder in die Industrie oder Wirtschaft. Politik wird ja von vielen und auch zu Recht zum Teil als etwas Schmutziges betrachtet, von dem man sich möglichst fernhalten sollte. Ich bin der Ansicht, dass sie deshalb so schmutzig geworden ist, weil eben auch viele Christen sich hier nicht eingebracht haben. Und wenn mehr entschiedene Christen in der Politik auch wären, so könnte ich denken, würde sich, obwohl wir in der Endzeit leben, vielleicht doch noch manches an einzelnen Stellen zum Positiven ändern können. Und eben Politiker sollten oder könnten eben auch Vorbilder sein für viele, wenn es wirklich christliche Politiker gibt, die dann auch wiederum eine Leuchtkraft haben könnten in unserem Staat. Also so, wo jemand einen Auftrag sieht, diesen Weg zu beschreiten, in die Politik oder ähnliche Bereiche zu gehen, sollte er es vom Herrn sich zeigen lassen und unter Gebet auch der Gemeinde diesen Weg gehen. Und drittens sollte jeder einzelne Christ gerade da, wo in einem Staat- oder Wirtschaftssystem die christlichen Werte nicht genügend hochgehalten werden, und bei uns ist es nun leider auch so im Westen, sollte jeder einzelne Christ da die biblische Position in der Öffentlichkeit immer wieder laut zu Gehör bringen. Das ist nun das auch, was jeder Einzelne tun kann von uns, der die Gaben und Aufgaben hier sieht, Leserbriefe zu schreiben, Appelle an die Verantwortlichen, entsprechendes Verhalten bei Wahlen. Heute ist ja auch eine Volksabstimmung am Zürichsee, wo wir vielleicht auch nachher noch dafür beten können, wo es um eine Klinik geht, die an die Anthroposophen verkauft werden soll oder eben nicht. Ja oder nein kann man da stimmen heute am Zürichsee. Ich war letzte Woche dort zu zwei Vorträgen. Also hier auch das Wahlverhalten, wofür gebe ich meine Stimme ab? Volksabstimmung gibt es ja bei uns noch nicht. Aber immerhin alle 4 Jahre oder nächstes Jahr sind ja einige Wahlen, die anstehen, dürfen wir unsere Stimme abgeben. Gibt es eine wirklich christliche Partei? Gibt es christliche Groß- oder Kleinparteien? Jeder möge hier prüfen, wo sein Herz schlägt und wo er hier Klarheit vom Herrn hat.
Also Wahlverhalten, Leserbriefe, Appelle und eben auch, was nun wirklich jeder kann, das Gespräch von Mensch zu Mensch, Menschen einzuladen zum Glauben und auch zu entsprechenden Werten, die aus der Bibel sich ergeben. Man kann sich da etwa an den 10 Geboten orientieren, die ja auch für das Leben in der Gesellschaft Gültigkeit beanspruchen dürfen. Und auch ja früher doch grundlegend waren für mancherlei Grundgesetze und Grundordnungen, die es noch gibt. Aber auch in Südafrika, habe ich gehört, soll ja jetzt Gott aus der Verfassung gestrichen werden. Es ist also auch hier der Glaubensabfall zunehmend. In den USA auch seit der neuen Präsidentschaft eine große moralische Verwilderung, die dort zunehmend auftritt. Und wir können auch hier nur hoffen und beten, dass noch einmal eine Wende kommt. Nun ist es sicherlich richtig, wie gesagt, dass wir in der letzten Zeit leben, aber die Hände sollten wir trotzdem nicht in den Schoß legen. Das als notwendige Ergänzung zum gestrigen Vortrag, dass wir nicht in einen Fatalismus verfallen, in ein Laufenlassen der Dinge, sondern mit Martin Luther sagen, und wenn morgen die Welt unterginge, dann würde ich doch heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Amen. Wir beten. Lieber Herr Jesus Christus, lass uns doch dieses Apfelbäumchen pflanzen in unserer Familie, unserer Gemeinde, unserer Umwelt, in unserem Staat, dass wir dir zur Ehre leben, dein Wort, deine Ordnungen, deine Rettung weitersagen, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen bewahrt werden nach Leib, Seele und Geist. Wir bitten dich für die vielen Frauen und Männer, die in Schwangerschaftskonflikten stehen, dass sie doch ein Ja finden zu ihren ungeborenen Kindern und auch zu den geborenen Kindern. Wir bitten dich für die Politiker, die Verantwortung tragen, dass du sie doch zu dir ziehst aus lauter Liebe und dass du uns zu Boten werden lässt, die sie auf dich hinweisen. Und wir bitten dich auch für uns selber, dass wir uns ganz klar an deinem Wort orientieren, dass wir die Kraft haben, durch deinen Heiligen Geist das in unserem Leben umzusetzen, was wir als richtig erkannt haben von deinem Wort her. Segne auch die Arbeit dieser Gemeinde hier und segne auch die Arbeit von Christen für die Wahrheit, dass sie doch noch viele Menschen gewinnen können für ihre Sache und dass sie viele Menschen wachrütteln können in unserem Staat, auf dich und deine Ordnungen hinweisen. Rüste alle Geschwister aus, die hier Verantwortung tragen. Wir bitten dich auch in der Schweiz jetzt für diese Volksabstimmung, dass du doch wirklich viele bewegst, gegen die Anthroposophenklinik zu stimmen und dass auch durch diese ganzen Aktionen, die jetzt von Christen dort veranstaltet wurden, Menschen auf dich hingewiesen wurden in einer gewinnenden Weise, dass auch das dazu dienen, dass Menschen dich finden und auf dich hingewiesen sind. Und nun bitten wir dich auch für diesen Tag, dass du mit uns gehst und segnest und jedes Einzelne gebrauchst in seiner Umgebung, um für deine Ehre und deine Sache zu leben. Amen.